am anderen Ende der Welt einen Hoffnungsschimmer. Hier hat Professor Nobuyuki Kaya zusammen mit einer Forschergruppe eine Technologie entwickelt, die mit Hilfe von Mikrowellen elektrischen Strom kabellos durch die Luft überträgt. Das soll nun einem Praxistest unterzogen werden. Elektrischer Strom wird in einen Sender eingespeist, der ein konstantes elektromagnetisches Feld von 2,5 Milliarden Schwingungen in der Sekunde erzeugt. Die Energie wird in hochfrequenten Mikrowellen ausgesendet. Um genaue Testergebnisse zu erhalten, benutzt das Team eine Absorberkammer. Das Schema dieses reflektionsfreien Raumes zeigt, wie die Spezialwände gestreute Mikrowellen absorbieren. Der Mikrowellenbeamer soll Energie über eine Distanz von 3,5 Metern durch diese enge Hightech-Kammer übertragen. Entscheidend ist, ob sie als nutzbare Elektrizität auf der anderen Seite ankommt. Okay, so this is basically es sind im Prinzip Mikrowellen, die das Metall erhitzen. Wenn ich ein Stück Metall in meine Mikrowelle lege, wird es heiß. Es gibt Funken, weil die Mikrowellen die Elektronen in Schwingung versetzen. Wenn die Strahlungsenergie hier auftritt, wird sie absorbiert. Die Elektronen in diesen Kupferplatten beginnen zu schwingen. In diesen kleinen Dioden wird der Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt. Alles wird zusammengeführt und fließt in die Antenne, in die Drähte und in diese Lichtleiste. Wellen, Empfang, Umwandlung, Strom. Probieren wir. Der Versuch zeigt auch, wie viel Strom wir in den Hochleistungsverstärker leiten können. Wir müssen die Temperatur genau überwachen. Doch sobald der Strom eingespeist wird, beginnt der Verstärker zu überhitzen. Er verschmort. Wahrscheinlich wird er wieder verglühen. Die Hochleistungsverstärker arbeiten nicht so, wie wir gehofft haben. Sie wurden zu heiß und sind verschmort. Die Spannung darf nur so weit erhöht werden, dass sie den Verstärker nicht endgültig zerstört. Ein zweiter Versuch wird gestartet.